seit 10 Tagen in Koma, gestern angekommen. Heute gibt es eine Fototour durch Koma. Ja, dann nehme ich jetzt mit und jetzt geht es einmal los. Jetzt schauen wir mal zur Burg. Zweitgrößte Burg- und Schlosskomplex von Tschechien. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, so ändern sich die Zeiten. Gestern hat es noch geregnet und war es kalt oder zumindest kühl und heute brennt die Sonne runter und das ist sehr schön. Und ich gehe da jetzt durch eine Gasse, die ist etwas, sage ich mal, so naturbelassener und da vorne ist so ein, wie sagt man dazu, so ein Lounge, Bar, Club, Musik. Und da ist die Molda und da fahren sie die ganze Zeit mit den Schlauchbooten durch die Gegend. Das ist da ein Touristen, Megatouristengeschäft und eine Touristenattraktion. Da ist eine Rutsche, um dieses Wehr da zu umgehen, gibt es eine quasi Schlauchbootrutsche und los geht's. Und da gerät's rauf. So, und da seht ihr jetzt, wie ist da die Rutschen runterfahren, aber natürlich, wie es nicht gemacht werden soll. Na, die checken das gar nicht. So, liebe Leute, da ist, ich bin jetzt am Turm, da ist ein Modell und da geht es dann rauf. Ich zeige euch dann Fotos. Aber der Aufstieg ist sehr spektakulär, sehr eng. Und weiter geht's. Ich verabschiede mich für heute und hoffe, dass ich euch ein bisschen einen Einblick geben konnte, wie es in Český Krumlov oder in Krumau ausschaut. Und morgen geht es weiter zurück nach Amstetten, nur nach Österreich. Ciao.